Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen virtuellen Führung Frauen an der ETH, Einblick in die Geschichte und Gesprächsrunde zur Gegenwart an der ETH. Mein Name ist Deborah Kiburz. Ich leite an der ETH-Bibliothek die Gruppe Community und Content Marketing. Frauen respektive die gesellschaftliche Gleichstellung der Frauen ist als Thema aktueller denn je. Wir blicken auf verschiedene Meilensteine zurück. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Frauenstimmrecht. 1981 trat der Verfassungsartikel zur Gleichstellung in Kraft. 1988 war es das neue Ehegesetz, das in Kraft trat. Und das neue Ehegesetz sah eine Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe vor. Viele von Ihnen werden sich auch an die schweizweiten Frauenstreiks erinnern. Zum einen war dies am 14. Juni 1991 und vor nicht allzu langer Zeit am 14. Juni 2019. Und nicht vor allzu langer Zeit, am 8. März, feierten wir den Tag der Frau. Leider ist es uns aus terminlichen Gründen nicht gelungen, die heutige Führung auf den 8. März zu legen. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir heute die Führung durchführen können. Im Besonderen möchte ich unsere Gäste schon mal begrüßen. Dies ist zum einen Sarah Springman, Rektorin der ETH Zürich, und Simone Schürle-Finke, ETH-Professorin für reaktionsfähige biomedizinische Systeme. Leider konnte uns Katharina von Salis heute nicht begleiten und kann nicht teilnehmen heute Abend. Wir hatten uns eigentlich sehr gefreut. Sie ist ehemalige ETH-Professorin der Geologie und auch Frauenrechtlerin. Leider hat es aus technischen Gründen nicht geklappt. Meine Kollegin Sandra Flatt wird Sie durch die heutige Führung begleiten und im ersten Teil ein paar Highlights aus der Geschichte der Frauen an der ETH erzählen. Viele der Abbildungen finden Sie übrigens in unseren Archiven, unter anderem im Hochschularchiv und dem Bildarchiv. Und die Abbildungen sind digitalisiert, zum Beispiel auf unserer Bilddatenbank EPIX frei zugänglich. Eine kleine organisatorische Bemerkung: Wenn Sie Fragen haben für die Diskussionsrunde in der zweiten Hälfte, dann können Sie die Frage sehr gerne auch schon während der Führung eingeben. Und hierzu benutzen Sie den Button F und A oder Q&A unten in der Mitte. Ich werde die Fragen strukturieren und kann natürlich nicht garantieren, dass wir Zeit für alle Fragen haben. Einsteigen möchten wir mit einer kleinen Umfrage. Und zwar möchten wir von Ihnen wissen, was ist korrekt? Beim Bau des ETH-Gebäudes gingen die Frauentoiletten vergessen. Die erste ETH-Studentin war Schweizerin. Nach den ersten 5 Jahren Schulbetrieb lag die Frauenquote bereits bei 10%. Ich lasse Ihnen ein bisschen Zeit, um abzustimmen. Eine Antwort ist richtig. So, ich würde sagen, fast 88% haben schon abgestimmt. Das ist schon sehr gut. Ich gebe noch 10 Sekunden, dann schauen wir mal, wie die Antworten verteilt sind. Ja, wir haben ein sehr eindeutiges Resultat, und zwar 81% denken, dass beim Bau des ETH-Gebäudes die Frauentoiletten vergessen gingen. 11% haben das Gefühl, die erste ETH-Studentin war Schweizerin. Und 8% denken, nach den ersten 5 Jahren Schulbetrieb lag die Frauenquote bereits bei 10%. Nun, Sandra, du weißt bestimmt, welches die richtige Antwort ist, und hiermit möchte ich gerne dir das Wort übergeben. Vielen Dank, liebe Deborah.
Die Mehrheit liegt natürlich richtig. Also die ETH, da komme ich nämlich gleich noch drauf zurück. Die ETH Zürich wurde 1855 als eidgenössisches Polytechnikum, im Volksmund das Poly genannt, gegründet. Der deutsche Architekt Gottfried Semper, der bekannt ist für die Dresdner Oper oder auch Semperoper genannt, entwarf das Gebäude zwischen 1858 und 1864. Auf dem ersten Bild sieht man das Hauptgebäude in Richtung Altstadt parallel zur Limmat ausgerichtet, mit der schönen Polyterrasse bzw. einer Straße, die vorab lang lief, die offensichtlich schon vor Generationen zum Flanieren aufgefordert hat. Hier sehen Sie sogar Frauen in Reifröcken und Seidenschirmen und Kindern an der Hand. Und auf dem zweiten Bild sehen Sie das Hauptgebäude der ETH ausgerichtet zur Remistraße. Und ich muss noch mal anmerken, die Kuppel, die Sie dort sehen, auf der Abbildung, die ist erst nachträglich nach 1912 aufgenommen worden, nach Umbauarbeiten. Ja, was waren das nun mit den Damentoiletten? Es ist so, Frauen waren lange Zeit in der ETH eine Ausnahmeerscheinung, obwohl sie als Studierende von Anfang an zugelassen waren, aber eben nur theoretisch. Das Ergebnis der Umfrage zeigt, wirklich eingestellt auf die Damen war man jedoch nicht, dass eben keine Toiletten für Frauen eingeplant waren. In das 1864 eröffnete Hauptgebäude wurden ausschließlich Herren-WCs eingebaut. Und erst 70 Jahre später, nach der Gründung der ETH, hat ein Brief von Anna Schiens-Musson dieses Dilemma aufgezeigt und auch wirklich Konsequenzen bewirkt. In unserer Zeit, wo alle menschlichen Bedürfnissen überall in weitgehendem Maße Rechnung getragen wird, ist es befremdlich, dass in allen Gebäuden, die zu der Eidgenössischen Technischen Hochschule gehören, gar keine Toiletten mit Klosetten für Damen eingerichtet sind. Diese Zeilen, die schrieb Anna Schiens-Musson am 29. Mai 1918. Und sie hat es so formuliert. Sie hat gesagt, sie sieht sich als Mutter und Freundin der jungen Mädchen und möchte sich wirklich dafür einsetzen, dass der Missstand fehlender Damentoiletten endlich behoben werden würde. Das war dann aber auch recht schnell der Fall. Zum Glück wurden die Damentoiletten dann nachträglich auf den Halbstockwerken eingebaut. Ich habe mich auch immer gefragt, wieso sind die eigentlich so anders verteilt als die Herrentoiletten? Und erst ein paar Jahre später habe ich die Antwort dafür gefunden. Sie sehen jetzt hier auf der nächsten Folie, ganz interessant, wie hat sich das überhaupt verhalten mit den Studentinnen in der Schweiz? Den ersten Studentinnen in der Schweiz, Entschuldigung. Die Grafik zeigt, von 1864 bis 1927 die Studentinnen nach Nationalitäten aufgesplittet. Ganz herausragend und wirklich schon die Grafik sprengend ist die schwarze Linie, die nach oben schießt. Und die zeigt, woher die meisten Frauen an den Schweizer Universitäten kamen. Die kamen nämlich vorwiegend aus Russland. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz. Genau. Und warum kamen eigentlich die Damen alle aus Russland? Das ist irgendwie die große Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und beeinflusst von der revolutionären Bewegung, also sind Themen wie Frauenemanzipation und Frauenbildung wirklich auch in Russland stark vorliegend gewesen. Und um dort mitwirken zu können und sich besser darauf vorzubereiten, wollten dann viele studieren. Oftmals war das dann eben auch Medizin als Fachrichtung. Das fand ich irgendwie auch interessant, denn das hat den Gedanken, die Lebensbedingungen der ärmsten Bevölkerung zu verbessern und auch die gesellschaftlichen Reformen im zarischen Russland voranzutreiben. Und was war eigentlich denn in Russland? Also Sie konnten schon auch studieren, aber das war beschränkt auf wenige Fachbereiche. Und außerdem war es am Anfang auch schwierig, dort einen Abschluss zu erlangen. Sie durften am Anfang auch nur Gasthörerin sein. Und dann gab es auch immer wieder mal Gebote und Verbote. Und dementsprechend war es sicherer, in der neutralen Schweiz zu studieren.
Es ist auch wirklich so noch interessant. Es gab sogar für die jüdischen Russinnen einen eigenen Numerus Clausus. Also somit ist es auch so, dass sehr viele jüdische Studentinnen dementsprechend auch in der Schweiz studieren wollten. So waren von den 114 Studentinnen im Jahr 1873 100 davon aus Russland. Und durch sie ist der Frauenanteil unter den Studierenden in der Schweiz auf ein Viertel aller Studierenden, auch inklusive der männlichen Studenten, hochgestiegen. Das ist ja ein absolut bemerkenswerter Wert, also manchmal noch in einigen MINT-Fächern noch nicht wirklich so vorhanden, aber da kommen wir dann später zu. Und das Ganze ist aber so gewesen, dass es, Sie sehen es auf der Grafik, schlagartig sich ändert. Und das eben, weil der Erste Weltkrieg begann und die russische Revolution 1917 einkehrten und dementsprechend die Russinnen wieder in ihre Heimat zurück wollten. In den anderen Linien, Sie sehen die zweithöchste, das sind dann schon die Schweizerinnen, die auch in Anteilen maßgeblichen ausgemacht haben. Es ist eben halt so, dass sich das Ganze sukzessive ein bisschen nach hinten verzögert, ganz einfach, weil es auch zu wenige Mädchengymnasien gab in der Zeit, wo Frauen den Abschluss machen konnten und somit auch studieren konnten. Genau. Sie sehen jetzt hier zwei Bilder und das ist einfach so, wer war denn überhaupt die erste Frau in der Schweiz an der ETH? Und das, das sehen wir hier, das ist eben die Nadina Smetsky gewesen aus Moskau. Sie war die erste Frau, die am Polytechnikum eingeschrieben war, die Matrikel weist es. Und auf der rechten Seite sehen Sie noch ein Foto von ihr. Sie studierte Maschineningenieurswesen und interessanterweise war sie zuvor auch an der Universität in Zürich für Medizin eingeschrieben. 72 bis 75 hat sie an der ETH studiert, wollte ich noch kurz erwähnen. 1877 hat Marie Kowalik aus dem russischen Tschernikow das erste Diplom an der ETH absolviert und sie kam und zwar in Landwirtschaften. Ja, und die erste Schweizerin, die Lilli Leutert aus Horgen, die folgte erst 1925. Aber wir wollen sie natürlich auch erwähnen. Ja, interessant war es dann eigentlich auch, was war denn nach dem Studium? Also studieren und was kam danach? Also der Weg ins Berufsleben war eben dann doch auch sehr steinig und das können wir auch einmal aufführen am Beispiel von Marie Baum. Sie war die erste wissenschaftliche Assistentin der ETH und das war eben auch ziemlich schwierig und nach dem Studium überhaupt eine Anstellung zu bekommen. 1997 hat sie ihr Diplom als Fachlehrerin naturwissenschaftlicher Richtung an der ETH absolviert. Und ein Professor, das war der Eugen Bamberger, Professor für allgemeine Chemie, der wollte sie sehr gerne als wissenschaftliche Assistentin anstellen. Und er hat auch einen Antrag gestellt und der wurde leider vom Schulrat abgelehnt. Der Schulrat ist sich sicher, dass die Ernennung eines weiblichen Assistenten vom Bundesrate beanstandet würde und ohne selbst sich grundsätzlich gegen Anstellung weiblicher Assistenten aussprechen zu wollen, möchte er doch von solcher absehen, solange es sich noch tüchtige männliche Assistenten finden lassen. Ja, das sind schon auch noch beeindruckende Worte. Nicht unbedingt im positiven Sinne, fand ich. Wie Sie hier sehen, es herrschte zum Teil sogar wirklich die Meinung, dass die Frauen die geistige Befähigung zum Studium und zur Wissenschaft nicht hatten. Trotz aller gesellschaftlicher Widerstände gab es aber auch an der ETH eben einige Professoren und das war eben nicht nur der Eugen Bamberger, sondern eben auch noch der Geologe Albert Heim. Der hat sich dann nochmals eingesetzt für Marie Baum und tatsächlich hat sein Engagement bewirkt, dass sie dann die erste wissenschaftliche Assistentin an der ETH wurde, auch wenn sie nur einen Jahresvertrag erhalten hatte, also somit befristet an der ETH arbeiten konnte. Ein anderes Beispiel, das ist Lux Guyer. Viele kennen sie wahrscheinlich schon aus dem Bereich der Architektur. Lux Guyer ist geboren 1894 und war eben auch so wirklich eine spannende Person und Ausnahmeerscheinung.
Und von 1917 bis 1918 war sie eben Fachhörerin am Polytechnikum, aber sie hat dort kein Diplom gemacht. Warum sie nicht abgeschlossen hat, das konnten wir jetzt so leider nicht nachvollziehen. Aber bereits 1924 hat sie wirklich ihr erstes eigenes Architekturbüro eröffnet und ist somit eine der bekanntesten selbstständigen Schweizer Architekten des frühen 20. Jahrhunderts geworden. Praktisch und angenehm musste das sein. Das war wirklich so ein bisschen auch ihr Motto. Und auf der linken Seite der Folie sehen Sie das Fertighaus, das sich für die erste schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, die SAFA, bereits 1928 in Bern entwickelt hat. Ein Haus, das industriell auf Holztafelbauweise basierend vorgefertigt war. Das war wirklich auch spektakulär. Es wurde ein einziges Mal verkauft und in Aarau aufgebaut. Und das stand dann so lange, bis es dann der Stadtentwicklung beinahe zum Opfer gefallen ist. Aber wir sind auch alle sehr froh, dass dieses Haus bestehen bleiben durfte. Es wurde ein Verein gegründet, der Pro-Saffa-Hausverein. Und das Gebäude wurde somit gerettet und fand so einen neuen Standort in der Gemeinde Stäfa. Und auch heute ist dieses Pionierhaus ganz im Sinne von Lux Gruia für Elternberatung, Weiterbildung und eine Kinderkrippe steht es noch zur Verfügung. Auf der rechten Seite, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, sie hat auch Studentenwohnungen geplant und umgesetzt und auch dort hat sie sich immer eingesetzt für Raum für Austausch, ganz aktuelles Thema, das Lernen untereinander und auch ein Restaurant eingeplant. Und also Sie sehen hier im Speziellen noch, dass sie einen Kurs an der Schule für häusliche Arbeit geleitet hat und dort ihren Schülerinnen davon, also von den Studentenwohnungen erzählte. Ja, das sind eben auch nur zwei Beispiele für ihre ganzen Projekte, die sie realisiert hat. Und man muss wirklich auch nochmal erwähnen, dass sie trotz ihrer Selbstständigkeit offiziell keine Verträge mit Geldsachen unterschreiben durfte, beziehungsweise abschließen durfte. Das hat zum Glück ihr Mann übernommen, der selber auch Architekt war. Es war Frauen einfach noch nicht gestattet. Ja, jetzt kommen wir zu Katharina von Sales. Leider ist sie jetzt nicht dabei. Deswegen möchte ich jetzt einfach so noch ganz kurz von ihr erzählen. Also Katharina von Sales ist wirklich für die ETH eine ganz wichtige Frau gewesen in Sachen Frauenbewegung und sie hat sehr, sehr viel erreicht. Also sie ist außerordentliche Professorin gewesen von 1974 bis 2001 am Department für Erdwissenschaften und hat dort geforscht und gelehrt. Und als junge Dozentin an der ETH hat sie dann auch ab und zu mal ihr Kind mit an den Arbeitsplatz genommen. Also sie hat in der Zeit drei Kinder bekommen und die schon vorhandenen Krippen an der ETH, das war ja schon sehr fortschrittlich, sehr früh in den 90er Jahren, die haben aber erst Kinder ab 2 Jahren aufgenommen, weil es doch gesellschaftlich so angedacht war oder also hat man sich einfach vorgestellt, dass die Kinder erst ab 2 Jahren abgegeben werden sollten und die erste Zeit von ihrer Mutter betreut werden. Ja, also Katharina von Sales hat eben an der ETH zusätzlich auch noch ganz viel für das Thema Chancengleichheit an der Hochschule für Frauen vorangetrieben. Sie hat die erste Frauenanlaufstelle an der ETH gegründet und war damit auch Mittlerin und Sprecherin zum Bund und hat somit die Belange der Frauen wunderbar vertreten. Und auch 1991, das war auch im gleichen Jahr, wo sie die Frauenanlaufstelle gegründet hat, hat sie sich dafür auch eingesetzt und stark gemacht, am Frauenstreik mit teilzunehmen, also natürlich mit der ETH und hat das organisiert. Und ja, das waren nicht nur die ETH, sondern eine 500.000 Teilnehmerinnen. Genau. Und jetzt hätte ich Sie natürlich gerne selber dazu befragt und was auch noch ganz spannend war, auch sie ist einmal abgelehnt worden von Shell, das hat sie mir erzählt im Vorgespräch, weil sie eine Frau ist, wirklich genau ganz knallhart mit dieser Begründung. Und ähnlich wie bei Marie Baum ist sie dann doch aber auch noch im zweiten Anlauf bei Shell gelandet. Ihr Mann hat dort eine Anstellung erhalten in London und sie ist mit ihm gemeinsam nach London gegangen und hat dann dort auch bei Shell noch also eine kurze Zeit gearbeitet. Ja, und grundsätzlich ist es auch so, dass sie wirklich auch geprägt war von ihrer Großmutter,
die immer gerne ein Zitat gebracht hat, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ja, also ich denke, das kann ich jetzt im Namen von Frau von Sales auch so sagen. Man muss sich schon auch durchbeißen können, man muss dran sein können und man muss auch Ehrgeiz haben und dann kann man auch seine Ziele in so einer Männerdomäne in der Zeit, wo sie eben aktiv war, auch erreichen. Ein kleines Update. Wir konnten Frau von Sales mittlerweile dazu holen, aber leider hat sie keinen Ton. Dann ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass ich es richtig formuliert habe. Ja. Ja, also ich bin aber froh, Simone Schöle-Finke, unsere Professorin, ist aber dabei, glaube ich, oder? Das können wir nämlich ein. Wir schauen uns erstmal das Interview an, was wir vom fast dreiviertel Jahr aufgenommen haben und würden dich dann gerne noch dazu befragen, wie es nämlich heute aussieht. Sehr gerne, super. Ehrlich gesagt hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich mal Assistenzprofessorin im Bereich der Nanotechnologie an der ETH sein werde. Ein gewisser Hang zum Ingenieurwesen war vielleicht schon in der Kindheit da. Also ich habe zum Beispiel sehr gern Autos für meine Puppen gebaut, eigentlich lieber als mit ihnen zu spielen, und war auch insgesamt ein sehr wissbegieriges Kind. Das negativste Erlebnis meiner Karriere, das mich immer mal wieder erschüttert hat, ist einfach wenn einem als Frau einfach weniger zugetraut wird. Also wenn dann so dieses kommt, du Wirtschaftsingenieurwesen oder du so gut in der Klausur abgeschlossen. Also mir wurde sogar einmal tatsächlich der Klausureinsicht gefragt, ob ich da nicht geschummelt hätte, dass ich als Frau so gut abgeschlossen hätte. Und das hat mich unglaublich getroffen. Mich hat das am Ende bestärkt, eigentlich noch ehrgeiziger zu werden und so quasi, euch zeige ich es allen, dass man als Frau das wohl kann. Also am Ende waren diese negativen Erlebnisse eigentlich was für mich im Nachhinein sehr positiv war. Also es waren im Grunde dann immer wieder Elemente der Bestärkung, die mich dann auch weiter angetrieben haben, okay, du kannst es und mach weiter. Also was ich gerne jungen Studentinnen und Frauen mitgebe, ist, dass sie in sich hören sollen, für was sie wirklich brennen. Und wenn sie das wissen, dass sie das fördern und da auch den Mut haben, an sich zu glauben und es nicht zu hinterfragen und wirklich einfach ihrer Leidenschaft nachgehen. Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch sehr am Herzen liegt, ist einfach die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dieses Thema, vor allem für junge Frauen. Also ich denke, was mich vor allem beschäftigt hat, ist, wenn ich jetzt in der Mentorenrolle manchmal also junge Studentinnen auch frage, na, was wollt ihr machen? Ihr habt doch ein Talent jetzt in der Forschung, wollt ihr da nicht weitermachen? Und da kommt dann mal zurück, würde ich schon gern, aber ich will halt auch Familie, ich will halt auch ein Leben. Und dass das noch so ein Bild ist, dass es nicht vereinbar ist, finde ich ganz furchtbar, weil ich denke, dass sich so viel getan hat, auch vor allem hier an der ETH. Also ich habe auch tolle Rollenbeispiele bei mir im Departement, Kolleginnen, die zeigen, wie es vereinbar ist. Merke es auch an eigener Haut jetzt, wo ich auch erwartende Mutter bin. Wir sehen, es gibt ganz viel Unterstützung, sei es für die Kinderbetreuung, auch von Anfang an Familienberatung. Wie kann man das überhaupt verbinden? Und ich denke, wir müssen es einfach noch mehr zeigen, dass beides vereinbar ist und dass es geht. Und wir sind da auf gutem Wege. Und das ist mir einfach wichtig, auch noch mitzugeben. Ja, liebe Simone, erst nochmal ganz offiziell herzlich willkommen. Und ich habe gesehen, du hast deinen Sohn schon gerade dabei. Das ist ja wunderbar. Du bist Professorin für reaktionsfähige biomedizinische Systeme an der ETH. Und ich habe es so verstanden, dass du schon relativ schnell wieder auf 100% aufgestuft hast. Und jetzt sozusagen kurz nach Feierabend den Kleinen abgeholt hast. Ist das richtig? Genau, also ja, ich habe nach seiner Geburt, also das ist Fidelio, der wurde geboren am 5. September. Und ich habe dann erstmal 2 Monate 100% Mutterschaftsurlaub genommen wie das ja auch festgelegt ist. Und habe dann noch, bei einer ETH bekommt man ja 4 Monate und habe dann die weiteren 2 Monate aufgeteilt, 50% auf 4 Monate. Also war dann quasi im November wieder
zurück, hatte da noch keine Kita, das haben wir jetzt erst begonnen im Januar, also mit dem Kiez, was wir da auch schon besprochen haben, was ganz super ist, und die mittlerweile werden die ja auch schon ab 4 Monaten genommen, die Kinder, genau, also da hat sich ja auf jeden Fall auch schon einiges geändert. Ich hätte sehr gern auch mit Frau Salis mal noch gesprochen, und vielleicht kann ich das ja mal noch im Anschluss, also wie das für Sie war ja da eine ganz andere Sache noch. Ja, und ich habe aber auch tatsächlich, als ich dann 50% auch wieder angefangen habe, ihn gut, es ist ja eh in der Zeit, wo halt viel Homeoffice war, aber es gab dann schon ein paar Sachen, die ich natürlich auch in der Gruppe erledigen musste, wo ich auf den Campus gegangen bin. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Ich habe auch im Büro eine kleine Liege-Krabbel-Spielecke eingebaut, wo er sich ein bisschen austoben konnte, und man jongliert es dann irgendwie so nebenher. Also ja, doch, und es geht. Soweit. Ja, wunderbar. Dann ist irgendwie mal die Frage, hast du es dir so vorgestellt oder hat sich irgendwie jetzt doch erschrocken, dass es fast dann doch auch schwierig ist, also so krass am Ball zu bleiben? Ich meine, das wirklich so zu vereinbaren, das ja, sieht man jetzt auch gerade. Genau, genau. Sorry, das ist natürlich ein bisschen laut, aber es ist so. Wir stellen dich sonst auf Mute. Ich sehe gerade Anna, Katharina von Salis. Hören Sie uns? Sind Sie da? Oder weil ich sehe Sie als Feld. Nee, immer noch nicht mit Mikrofon wahrscheinlich. Okay, dann möchte ich sehr gerne Sarah Springman dazu befragen. Das ist die Unterrektorin an der ETH. Hallo Sarah Springman. Schön, sind Sie dabei. Guten Abend miteinander. Ja, ich habe mal gleich eine Frage, und zwar, ich würde gerne wissen, wie begeistern Sie denn Mädchen und junge Frauen für MINT-Fächer? Da haben wir ja noch nicht so eine hohe Quote. Oh, ich bin überzeugt, dass man etwas, man sollte so einfach eine Faszination, so wo sie Interesse haben. Bei mir war das am Anfang so Holzbrücken bauen und Sandburger bauen, aber ob man mit Mikroskop, ob man mit Pflanzen, ob man überhaupt mit Schokolade, genau, wie funktioniert das oder so etwas. Da muss man einfach herausfinden, was sie interessiert. Und dann, glaube ich, alle falschen Rollenmodelle wegwerfen. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist schon ein bisschen in der Schule, bei den Eltern. Und muss man dann hinterfragen und sagen, ja, die Frauen, so Mädchen spielen nicht nur mit Babys, sondern auch mit anderen Dingen. Und ja, das braucht ein bisschen Aufmerksamkeit, meines Erachtens. Und auch die Chance, die wir anbieten, zum Beispiel bei Treffpunkt Science City, das am Wochenende, am Sonntag zur Verfügung steht. Und dort gibt es eine Möglichkeit, dass junge Leute einfach anschauen können, vor allem die Mädchen, und sehen, genau, was kann man auch an einer ETH lernen. Ja, absolut, das klingt wirklich super spannend. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mal mir Gedanken darüber gemacht, wie sieht es in Situationen aus, und ich habe es auch in einem anderen Fachgespräch, was Sie geführt haben, gehört, es kommt immer wieder die Situation, dass Frauen manchmal nicht richtig gehört werden. Wenn man jetzt in einem Meeting ist, in einem Webinar auf Zoom oder irgendwie wirklich vor Ort, dass es manchmal wirklich vorkommt, dass man eine Idee einbringt als Frau als erstes, das irgendwie wie überhört wird, und dann 10 Minuten später kann ein männlicher Kollege eine ähnliche Idee bringen und alle springen drauf an, oder das taucht auch so im Protokoll nicht auf, dass die Frau das vorerst gesagt hat. Also dieses richtig in diese Mikrosituation reingehen und auch dafür ein Gespür entwickeln und auch wirklich den Mut vielleicht haben zu sagen, Moment, das ist wunderbar, dass Sie die Idee auch aufbringen, aber Deborah hat es ja vorhin schon erwähnt, und also auch wirklich Stellung zu, also die Flagge hochzuhalten, und das fällt mir auch immer ein, wenn ich darüber nachdenke, wann ist mir das sozusagen auch schon in meiner, naja, Karriere will ich jetzt nicht sagen, aber in meinem beruflichen Leben schon passiert. Oh dear, es tut mir leid zu hören, aber da braucht man so, Herr Raphael Ball schaut heute, ich glaube, er lernt schon noch etwas von uns, hm? Ja. Und dann muss man die Frage stellen oder ein bisschen mit Humor sagen, aha, that's interesting.
Das habe ich schon von Simone gehört, seit etwa 10 Minuten. Ich glaube, sie hat einen super Punkt gemacht. Und mache ich das manchmal. Und als ich die einzige Frau bin, dann kann ich schon mich selber verteidigen und sagen, ah, ich glaube, ich habe das schon gesagt. Und da muss man manchmal, aber ein bisschen lächeln, muss man das so sagen. Und man muss einen anderen unterstützen. Und eben doch besser ist, falls jemand von der anderen Geschlecht uns auch noch unterstützt. So einfach muss dranbleiben. Und dann, ja, dann wird's bekannt. Ja, absolut. Haben Sie denn auch noch einen Tipp, den Sie an Professoren wie Simone Schöle-Finke zum Beispiel auch mitgeben würden? Also so gerade zum Wiedereinsteigen, was würden Sie empfehlen? Was würden Sie einfach sagen? Als jemand, die keine Kinder gehabt hat, dann fühle ich mich nicht in der Lage, sie zu beraten. Und einfach nur weitermachen. Weil ich merke schon, die jungen Professorinnen, die jetzt an der ETH berufen worden sind, sind meines Erachtens wirklich so talentiert. Und die Zahl von den Professoren, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 43% unserer neuen Profs waren dann Frauen. Die sind vielleicht noch nicht hier. Aber das wird wirklich eine kritische Masse sein. Und wir müssen auch uns unterstützen. Aber nicht nur, dass es Frauen gegen die anderen, das ist die Frauen mit den Männern. Und das habe ich immer so gesagt. Wir wollten so einfach die Gleichstellung, wir wollten die gleichen Chancen haben, wir wollten die Anerkennung und wir wollten auch gleich bezahlt werden. Es tut mir leid, das ist auch wichtig. Und ich schaue das sehr gern an und bin absolut überzeugt, dass die Frau Dr. Julia Danatschu, unsere Vizepräsidentin für Personal and Leadership, das auch sehr gerne anschaut. So, ich glaube, wir sind auf gutem Weg. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, aber mit noch 2 Frauen in der Schulleitung und die Generalsekretärin sind wir 4 und 4. Und ich sage besonders 4 und 4 statt 4 gegen 4. So, das ist ja immer ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Das ist wirklich wohl wahr. Ich habe mal eine Frage. Gibt es eigentlich schon irgendwelche Fragen aus dem Publikum, Deborah? Gibt es schon was eingetrudelt? Also was ich noch anzubieten hätte, wäre ein Statement von Katharina von Salis, die sich schriftlich gemeldet hat. Und das lese ich natürlich sehr gerne vor. Als mein Chef mich 1974 als Assistentin einstellen wollte, das war 9 Jahre nach dem Dr. Phil II. Und er meinte, sie bräuchte ja keinen besseren Lohn, weil sie verheiratet sei. Ihr Mann arbeitete aber in Wien und das Hin und Her war damals recht viel teurer als heute, logischerweise. Zu den Heims, Professor Heim wusste man aber schon, dass eine Frau Familie haben kann und auswärts arbeiten kann. Und ein persönliches Highlight von ihr war auf jeden Fall, als man ihr anbot, ein Deep Sea Drilling Project, eine Fahrt zu leiten. Und ihr Chef meinte, das solle sie nicht annehmen. Ihr Mann hingegen meinte, wenn man sie anfrage, dann glaube man wohl nicht, dann glaube man wohl, dass sie das könne. Darum hat sie es auch gemacht. Und ihr Chef war dann Co-Chief der anschließenden Fahrt. Und die NZZ berichtete von ihm als dem ersten Schweizer Co-Chief. Das war 1974. Wir hatten eben erst das Frauenstimmrecht erhalten. Und dann ist gerade noch ein neues Statement eingetroffen. Ein echtes Highlight war mein erstes Gespräch mit ETH-Präsident Nürsch, der mit ETH-Frauen sprechen wollte und keine fand. Wir verstanden uns gut und er ließ mir freie Hand, wie ich etwas anfangen wollte für die Frauen und die Chancengleichheit. Da war kein flottes Konzept, aber etliche Doktorandinnen, die Druck machten, dass ich ihre Situation verbessere. Daraus entwickelte sich Equal, die Stelle, die wir heute haben. Vielleicht ist das ganz eine gute Überleitung zu Simone Schürrle-Finke. Was meinst du, Sandra? Ja, können wir dich wieder reinholen?
Ja, ist natürlich so ein Vorführeffekt, ne? Heute ist er ganz laut, der kleine Mann. Naja, ich denke, es funktioniert, ja. Ja, also ich glaube, man kann ja nur sagen, es ist wirklich, dass jetzt für mich der Einstieg auch eigentlich ganz gut ging bisher, kann ich einfach nur meinen Vorgängerinnen und jetzigen Kolleginnen verdanken. Und ich habe auch schon gesagt, also gerade bei mir ja im Department, im Health Science and Technology, sind wir ja fast 25 oder gut 25% Frauen. Und ich habe mir da, also meine Kolleginnen haben mich da auch so unterstützt, also mit Tipps wie auch schon in Vorbereitung auf den Mutterschaftsurlaub, wie man mit Vorlesungen das vorher alles regelt, auch in der Gruppe. Und dann auch so eine Überraschung, es gab eine Gletscherkraxe zur Geburt von meinen weiblichen Kolleginnen. Also es ist einfach ein tolles Klima, was wir da auch haben. Aber es braucht halt dazu dann auch eine kritische Menge. Also ich finde auch bei uns im Department ist es natürlich dann nochmal was ein bisschen anderes, da wir halt tatsächlich ein bisschen auch ein höherer Anteil schon sind. Also daher, wie ja auch Sarah schon gesagt hat, wir sind auf gutem Weg und es muss sich aber noch mehr tun. Also je mehr wir einfach an Beispielen haben und dann werden auch die Bedürfnisse klar, ne? Weil klar, für mich ist es super, wir haben die Kita, also Kids nimmt die Kinder ab 4 Monate, aber einen Platz zu bekommen ist immer noch schwierig, ne? Also ich habe auch noch nicht alle Tage die ich brauche abgedeckt. Wir haben jetzt noch eine Nanny, man hat dann ein Hybridmodell, man jongliert, aber man muss flexibel und dynamisch sein. Ich denke aber, gut, dieses Problem irgendwie einen Betreuungsplatz zu bekommen, ob das ist jetzt nicht nur in der ETH ein Problem, das ist insgesamt ein Problem. Ne? Das höre ich natürlich auch von meinen Kolleginnen sonst in anderen Feldern, aber ja, so viel. Ja, vielen Dank. Also. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Springman. Was war denn, haben Sie denn irgendwie auch mal was richtig Kurioses erlebt in Ihrer Karriere, vor allen Dingen an der ETH? Das würde mich natürlich am meisten interessieren. Uff, ich habe viel Kurioses erlebt, aber ich glaube, ich sollte das nicht heute Abend erzählen, alles. Ich habe einige sehr gute Geschichten, aber vielleicht kommt das später, als ich fertig bin. Ich glaube, was mich wirklich interessiert hat, als ich an der ETH kommen wollte, das war Ende 96, um 1.1.97 als die erste Professorin in Bauingenieurwissenschaften und auch in der Schweiz und die erste Professorin in Geotechnik in ganz Westeuropa, komischerweise. Dann kam ich an der ETH und die Männer waren Herr Professor Dr. XYZ. Und das war sehr formell und sehr so deutschartig. Und natürlich, ich kam und könnte nur so sehr schlechtes Deutsch sprechen. Das war wirklich interessant. Und ich habe begonnen mit meinen Seniors und dann habe ich per Du gemacht und dann habe ich so jede Monat bin ich eine Stufe runtergekommen. Und das war ein bisschen revolutionär, dass man so gemacht hat. Aber ich habe immer gesagt, ich brauche keine Herr Professor Doktor, um die Autorität zu haben. Und als Team müssen wir alle Ideen haben, sonst werden wir nicht so weit kommen, wie wir kommen sollten. Und scheinbar hat das am Schluss gut funktioniert. So, es war ein bisschen interessant, diese unterschiedlichen Kulturen. Aber ich war meines Erachtens wegen Sport ein bisschen ziemlich resilient und ich bin im Departement von Bau, Umwelt und Geomatik Wissenschaften gekommen, die waren unglaublich hilfreich und dort haben wir so Win-Win-Szenarien ausgearbeitet, dass ich doch ein bisschen helfe, wo ich gut war, natürlich bei Englisch, und sie haben mich einfach gezeigt, wie man an der ETH unterrichtet und so weiter. Es war ein bisschen anders als Cambridge und ich fühlte mich sehr willkommen geheißen und für mich war das wirklich super, dass ich dann lernen könnte und auch noch Deutsch lernen könnte. Und ich habe meine erste Vorlesung übrigens 3,5 Monate nach Beginn. Das war absolut schrecklich für alle, für mich. Aber dann, ich habe es gelernt, ich habe es versucht, ich habe Mut gezeigt und jetzt endlich, also 18 Jahre später bin ich als Rektorin gewählt. Also muss man ein bisschen Mut zeigen. Und ich sehe auch mit Simone, sie ist auch eine sehr mutige Frau. Und ich glaube, ich habe auch Katharina von Sales kennengelernt und von ihr ein paar Geschichten gehört und von das gelernt.
glaube, wir helfen einander. Und am Schluss ist die ETH viel besser aufgrund dieser Vielfalt und Diversität. Ja, das ist auf jeden Fall so. Das kann ich auch beschreiben, dass ich finde, man beobachtet wirklich die Entwicklung, wo es weiterhin geht und dass es immer vorangeht. Und auch Sie haben jetzt noch ein Jahr hier bei uns an der ETH, haben Sie da noch bestimmt, also Sie haben das Gefühl, das möchte ich jetzt unbedingt noch in Sachen Frauenförderung erreichen. Ja, ich schaue immer wieder an unsere Papers in der Schulleitung, ich diskutiere mit Julia Danatschu. Ich habe einige Dinge, die ich gern sehen würde, zum Beispiel die Beziehung zwischen Studierenden und Professoren, dass das einfach nicht wirklich erlaubt ist, dass für mich einfach kein Schutz von den jüngeren Studenten, Studentinnen, das ist etwas, das mich wirklich interessiert. Es interessiert mich auch, wie können wir sicher sein, dass die Frauen auch das Recht haben, bis 65 zu arbeiten. Und ich werde nicht dort gewinnen, aber ich habe mich schon eingesetzt für einige Leute, die gern ein bisschen länger arbeiten. Und das hat schon einen Einfluss auf die Pension, die sie kriegen. Auch Frauen, die Professorinnen sind, die dann ein Jahr später befördert werden, sie werden auch am Schluss weniger verdienen. Ich habe schon noch ein paar Vorschläge gemacht, wie man solche kleine Ungleichheiten angehen kann. Und natürlich bin ich Advocata Diabola oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau, was die weibliche Version ist. Um immer zu überlegen, wo man das gleichstellen kann. Und ich habe so offene Augen, offene Ohren und manchmal rede ich doch ein bisschen. Mit Witzen manchmal, manchmal auch nicht. Ja, manchmal muss man es mit Humor nehmen und manchmal ist es dann doch auch ernst, das ist so. Was mir auch noch einfällt, so Katharina von Sales, die uns ja hoffentlich noch zuhört, sie ist eben auch eine erfolgreiche Sportlerin gewesen und das ist irgendwie dann doch auch so eine sehr Parallele, die wir zu Ihnen ziehen können, Frau Springman. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das besonders gestärkt hat und motiviert hat, auch durchzuhalten, Ihre sportliche Karriere? Ich glaube schon. Und ich habe sie immer gesagt, dass ich erinnere mich, als ich an der ETH gekommen bin, war meine Assistentin, meine Sekretärin damals, hat man das so gesagt, sie war unbefristet und ich habe nur einen 5-Jahre-Vertrag. Und das war schon noch ein bisschen anders damals. Und ich glaube, dann habe ich gesagt, ja, ich werde so gut sein, dass sie mich nicht rausschmeißen werden. Und ich glaube, als man in Hawaii in Ironman teilgenommen hat und so mit 1500 Personen begonnen hat und einfach Richtung Schiff zu schwimmen, dann ist eine Gruppe von 30 Professoren im gleichen Departement einfach nicht schwierig. Kann das sicher schaffen. Und die Schwierigkeiten, die man im Sport so erfahren hat, kann man als Beispiel oder als Fallbeispiele nutzen, um Lösungen zu finden. Und das habe ich immer gemacht. Und ich glaube, falls ich ein Problem gehabt habe, dann hat man das angesprochen und versucht immer noch diese Win-Win-Szenarien zu gestalten. Und das beim Sport will man immer noch das Erste sein in dieser Profisportkarriere, aber nachher in der Sport als Funktionärin will man das alle gewinnen. Und das war wahrscheinlich auch noch keine bessere Erfahrung am Schluss, ja, dass man für die andere schaut und nicht nur für sich so egotistisch selbst anschaut. Was ja auch beim Mannschaftssport der Fall wäre. Simone, möchtest du dich nochmal zu Wort melden oder? Ich wollte dich eigentlich nochmal fragen, und zwar, du hast irgendwie in dem Interview ja gesagt, dass du am Anfang oder als Mädchen schon gemerkt hast, du hast gerne Autos gebaut und also dich für technische Sachen interessiert. Hast du wirklich also das Gefühl, dass das einfach von Anfang an dabei war? Also wie hast du es erlebt?
Das würde mich auch nochmal interessieren. Wie kann man früh merken, als Frau, ich interessiere mich für MINT-Fächer, ich möchte da einsteigen, das ist meine Leidenschaft. Also ich weiß nicht, ob es kam jetzt nicht von meinen Eltern irgendwie aufgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass man, also wie man es merkt, ich denke, es steckt in, das ist ganz egal, ob man jetzt Frau oder Mädchen oder Junge ist, steckt in, kann in allen drin stecken. Es hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ich glaube, was irgendwo einfach hilfreich ist, ist, wenn man wenn man auch Mädchen halt schon früh dazu auch die Gelegenheit gibt, ne? Und das sieht man halt ganz viel in den Spielsachen, dass die halt leider immer noch ein bisschen Gender stereotypisch sind. Das ändert sich so langsam auch in den Kinderbüchern, auch dass man auch Berufe einfach, es gibt so bestimmte Berufstypen, die werden immer mit Männern assoziiert. Auch das ist beim Arzt immer noch so, das ist beim Astronaut so, das ist beim Wissenschaftler so und das da wird einfach jetzt, denke ich, auch mit anderen Kinderbüchern, wo kann man schon sehr viel einfach sehr früh, glaube ich, in der Erziehung tun, dass man da nicht diese Grenzen, von denen wir oder Unterschieden wir sprechen, dass man die überhaupt zum Thema macht, weil ich glaube, dass die gar nicht da sind. Und da vielleicht noch so ein Punkt, und das muss man aber auch kundtun. Also was mich auch mal geärgert hat, ehrlich gesagt, im ETH-Shop gab es die Baby-Bodies und die rosanen, da stand Cutie Pie drauf und auf den hellblauen stand Einstein Junior drauf. Und das habe ich auch kommentiert, weil es genauso dann ein Baby Marie Curie oder ich weiß, also es ist doch, es gibt tolle Beispiele von weiblichen Wissenschaftlern und von männlichen Wissenschaftlern und diese so ein bisschen dann Verniedlichung für bei Mädchen und dann bei und die Jungs sind dann sind dann irgendwo die tapferen und starken oder diese Assoziationen. Ich glaube, damit muss man sich einfach lösen, das würde ich noch so sagen, ja. Ja, das finde ich auch eine wichtige Anmerkung. Auf jeden Fall sollten, also die Bodies, sind die erweitert worden? Sind mittlerweile, die meisten sind jetzt weiß, genau. Also, zwar immer noch Einstein Junior, aber genau, nicht mehr so von den Farben genderspezifisch, genau. Also meine Tochter hat jetzt auch gerade ein Experiment zu Hause gemacht, die hat gemeint, man könnte mit ein paar Reagenzgläsern und ein bisschen Badezimmerfarbe ein Impfmittel gegen Corona schaffen und hatte wirklich alles verschmiert. Aber ich fand das toll, hat sie es gespielt und ich finde es auch wichtig und dass nicht nur irgendwie solche Ideen, ich werde Künstlerin, ich werde Musikerin etc. einfach so sind, oder? Ja, also es ist so, dadurch, dass wir die liebe Katharina von Sales nicht hören, haben wir natürlich einfach ein bisschen, also sind wir einfach ein bisschen schneller. Ich würde eigentlich sehr, sehr gerne nochmal alle motivieren. Es reichen Sie. Es gibt noch Fragen, ja. Ach, wie schön. vielleicht nochmals zum Frauenanteil an der ETH, da kamen zwei Fragen rein. Ist bekannt, bei welchem Schritt in der Ausbildung und Laufbahn die meisten Frauen an der ETH abspringen? Ist der Zeitpunkt vergleichbar mit anderen Unis? Und wo steht die ETH bezüglich Frauenanteil in den Professuren gegenüber anderen Hochschulen? Können wir da? Okay, well, vielleicht sollte ich das antworten am Anfang. Zuerst mit den Professoren Teil. Wir sind, glaube ich, etwa um 18%. Für eine technische Uni ist das ist eigentlich nicht gut genug, aber wir sind untervertreten im Vergleich wie die Unis wie zum Beispiel Uni Zürich, so eine ganze Uni, als die immer noch sagen, öfter sagen wollten. Aber wir machen Fortschritte. Als ich kam, war es etwa, glaube ich, 5-7% Frauen. Das ist zwar sehr wenig. Und unsere Herausforderung ist die folgende, dass wir haben etwa 33% Studentinnen unter Bachelor und Master ungefähr, manchmal etwa 36% am Anfang, als sie beginnen, und auch etwa 33% bei den Doktorierenden. Bei Postdocs kann es auch so ähnlich sein. So ein Drittel ist schon genau, wo wir jetzt sind. Mein Verständnis ist, dass etwa 43% der Maturandinnen im MINT-Bereich sind Frauen. Also wir haben noch eine zusätzliche 10%, die wir zielen können. Aber das
transferiert nicht so immer von der Schule auch in der Uni. Aber wir können dort besser sein. Wir besuchen mit ETA unterwegs und so weiter. Es ist nach der Postdoc, dass das wirklich runterfällt in den Stellen Oberassistentinnen und vor allem bei den Senior Scientists. So von Oberassistentin, wo befristet ist, bis auf unbefristet Senior Scientist. Dort haben wir eben ein größeres Loch als eben doch bei den Professorinnen. Und dort müssen wir viel mehr Arbeit machen, dieser Übergang von Postdoc, dann in Oberassistent und dann auch diese Karrierewege, wo man auch Senior Scientist Education, Forschung, Tech Transfer und so weiter. Wir müssen das wirklich ermöglichen, damit Frauen das auch als Karriere sehen. Und mit den anderen Prima Grants, mit Exzellenz in SNF und ERCs und SNF, die gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Assistenzprofessorin Non-Tenure Track kriegen kann. Und dort an der ETH haben wir verschiedene sehr talentierte Frauen in solchen Stellen. Und manchmal können wir die auch in eine Tenure Track bringen. Das ist eigentlich nicht immer möglich. Man braucht irgendwie einen Landeplatz, aber wir schauen und wir haben in der letzten Zeit viel mehr Frauen von Non-Tenure Track in Tenure Track umgewandelt, um sie an der ETH zu behalten. Aber ich glaube, man muss ehrgeizig sein. Und letztes Jahr hat gezeigt, mit 43% unserer Neuprofs ist es möglich, ausgezeichnete Leute zu finden und zu unterstützen. Und dann ist es Recruit and Support and Retain ist auch wichtig, damit Simone, als sie in dieser Zeit als neue Mutter genügend unterstützt fühlt, dass sie dann weitermachen kann und auch eventuell dann natürlich ihre Tenure kriegt. Da gab es gerade noch einen Kommentar, die ETA Equal-Stelle bietet im jetzigen Frühlingssemester auch Veranstaltungen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere an. Das möchte ich natürlich nicht vorenthalten, das ist sicher ein tolles Angebot. Es gab noch eine interessante Hintergrundinfo, die wir nicht genannt haben, zu Albert Heijn, dem Geologen, den wir ja erwähnt haben. Er war auch der Ehemann von Marie Heim-Vögtlin und das war die erste Schweizerin, die in Zürich studierte. Sie studierte an der Uni Zürich Medizin und gründete später die erste Frauenklinik in der Schweiz. Ja, das, dann erklärt sich das auch, dass er sich so für Marie Baum eingesetzt hat, was ja wunderbar ist, dass sie das dann noch wurde, die erste wissenschaftliche Assistentin. Und Heim war übrigens eine sehr spannende ETH-Professor. Er war sehr offen damals, das muss ich ihn wirklich, und er war ein Professor, der die Sturzströme, so Naturgefahrenbereiche, war eine sehr interessante Person und ich freue mich, hier zu sehen, dass so lange vorher er seine Frau wirklich so gut unterstützt hat, dass sie jetzt heute wahrscheinlich bekannter ist als er. Ja, das stimmt, ja. Und vielleicht, weil die ETA-Bibliothek die Veranstaltung heute organisiert, kam noch ein Kommentar rein, dass an der ETA-Bibliothek haben wir einen Frauenanteil von 70%, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen vom Fach her gegeben, aber es gibt durchaus auch Bereiche an der ETH, da ist der Frauenanteil höher als der Männeranteil. Genau. Es kam noch eine etwas provokante Frage, die beantworten die gerade Simone. Möchten Sie die öffentlich beantworten? Wieso schaut heute Abend nicht der Vater auf den Bonneproppen? Ja, also ehrlich gesagt, genau, ich wollte gerade darauf antworten. Er unterstützt mich schon auch sehr. Er muss halt heute auch noch arbeiten und das ist natürlich, und ich wollte auch bewusst eigentlich auch, also so ein bisschen, ne, man jongliert, weil es auch die Kinder mehr präsent haben, weiße Sachen. Und also das ist für mich auch irgendwie, vielleicht nehme ich ihn auch mal in eine Vorlesung mit, also muss ich natürlich verhalten, klar, wir machen jetzt keinen Kindergarten, das ist schon klar, aber dass ich ihn auch ins, also mal ins Büro mitbringen, dass meine Studenten sehen,
und die Kinder nicht irgendwie versteckt werden. Also das war heute so ein bisschen der Grund, genau. Aber es kam da auch vorher noch eine andere Frage, wie der Mental Load oder auch die Unterstützung eben vom Partner. Ich glaube, also das ist natürlich dann auch privat generell, da gab es gerade kürzlich eine interessante Publikation auch in Science dazu, die sich das mal angeschaut hat, zwischen, oder Science Advanced war das genau, der Unterschied auch, wie sich das auf die Karriere, also Kinder kriegen auf die Karriere auswirkt zwischen weiblichen und männlichen Akademikern. Und man sieht einfach, dass bei Frauen, auch wenn sich die Situation deutlich verbessert hat, wir darunter stärker leiden oder dann eben Einbußen machen. Das ist halt schon nach wie vor so, weil irgendwie auf natürliche Weise, scheinbar auf natürliche Weise, es hängt einfach mehr immer an der Mutter oder Frau, sei es dann am Ende, wer die Wäsche macht für das Kind oder wie man Sachen aufteilt, oder es ist kurios und man muss es auch alles dann wieder hinterfragen, oder auch die Rechnung der Kita geht immer nur an den Mann, das ist doch auch, wieso haben wir denn immer noch so komische Aufteilungen heutzutage, aber ich glaube, man muss es einfach vehement hinterfragen und auch da die Stimme auftun und dann auch, ja, also ich versuche irgendwie diese Vereinbarkeit auch zu zeigen. Und manches ist vielleicht nicht vereinbar. Heute ist ein Beispiel, das funktioniert gerade wieder ein bisschen schlecht. Die Schwierigkeiten gibt es auch, klar. Genau. Ich wollte etwas auch noch fragen. Wir haben ETH Computer Science Department hat ein Interview mit Frau Professor Christine Pöpper. Und der Titel war etwas, das man nie für einen Mann verwenden wird. Und ich werde tweeten. Und das so auch noch sagen, weil manchmal muss man diese Dinge sagen, damit die Leute etwas davon lernen. Solche Dinge sind wichtig, dass man muss man aufmerksam sein. Und es ist nicht, dass die so planen, etwas zu tun. Das ist einfach automatisch. Und dann muss man diese automatischen Antworten ein bisschen challengen, zu sagen, dass eigentlich geht das nicht. Anyway. Vielleicht noch eine letzte Frage. Frau Springman, bemerken Sie Unterschiede zwischen den verschiedenen Departementen, wie diese mit der Thematik umgehen? Und wenn ja, wie äußert sich das? Es gibt einige Departemente, die mehr Studentinnen haben als Studenten. Und das ist etwa im Department Health Sciences and Technology, HEST, in Biologie. Auch interessanterweise in Architektur, glaube ich, am Anfang vor allem. Und dann bei den Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik ist das viel weniger, so 10% ungefähr. Das heißt, dass dort muss man viel in der Schule arbeiten. Man muss mit den 8- bis 10-Jährigen so programmieren gehen, zu zeigen, dass ein Computer ist einfach ein Werkzeug, dass man das verwenden kann, um gesundheitswissenschaftliche Probleme oder biologische Probleme mit Daten und so weiter anzugehen, und dass das einfach machbar ist und möglich ist, und dass man nicht hört mit Pubertät oder so etwas, dass das nicht für Frauen ist. Und ich glaube, die Studentinnen, die bei uns hier studieren, gehen dann zurück in ihren Schulen, so zum Beispiel bei ETH unterwegs, und die begeistern die Leute, sagen, das ist machbar. Man macht so eine, man studiert etwas, man kriegt am Schluss einen Abschluss, Maschineningenieurin oder Elektrotechnerin. Und dann hat man 1000 Möglichkeiten von Jobs, die ganz faszinierend sind. Sie können in viele Richtungen gehen. Aber diese Ausbildung ermöglicht Frauen selber, ihre eigene Karriere zu wählen und einfach zu dirigieren ein bisschen. Und das finde ich wichtig, dass die sogenannten Peers an den Leuten, die etwa 5 Jahre jung sind, ich bin viel zu alt, ich bin sehr alt im Vergleich. Und es ist gut zu sehen, dass eine Frau als Rektorin sein kann, aber eigentlich braucht es die jungen Professorinnen, die Assistentinnen, die Studentinnen, die zeigen, dass das möglich ist. Und einfach, komm noch, es ist lustig, man kann mit viel mehr Leuten, TikTok-Timing, mehr machen. Und so ist es. Wir machen es gut und es ist möglich. Und
wirklich, das ist für mich die Nachricht. Es ist faszinierend, falls man im MINT-Bereich studiert. Man muss ein bisschen Talent haben, man muss Ziele haben, aber dann muss man arbeiten. Und das ist einfach für mich, das ist die Rezepte für Erfolg. Und so ist es. Ein fantastisches Schlusswort für den Abend, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten noch lange weiter diskutieren. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Es gab auch noch leider viele weitere Fragen, auf die wir jetzt nicht eingehen konnten heute Abend. Mit Blick auf die Uhr möchte ich mich trotzdem ganz herzlich bedanken für unsere 2,5 bis 3 Gäste. Leider, Katharina von Salis haben wir nicht gesehen, aber vielen Dank für Ihr Statement über den Chat oder schriftlich. Und einfach herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und auch von den interessanten Erfahrungen berichtet habt. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben. Hierzu brauche ich nochmals den Screen. Genau, vielen Dank. Falls Sie mehr wissen möchten zu der Frauen an der ETH, die ETH-Bibliothek betreibt die Storytelling-Plattform Explora. Auf Explora publizieren wir Geschichten, die auf Basis unserer Bestände und Dienstleistungen Einblick in historische und aktuelle Forschungsthemen geben. Nebst der Geschichte Wir haben Platz genommen, Frauen an der ETH Zürich, haben wir auch Geschichten zu Themen wie wissenschaftliche Pflanzendarstellungen über die Mondlandung bis zu Schweizer Gletschern. Schauen Sie gerne rein und abonnieren Sie sich den Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Falls Sie noch Fragen haben, die Ihnen unter den Nägeln brennen, dann können Sie sich vielleicht die nächste Folie gerne. Dann können Sie sich auch an uns wenden, an marketing@library.etz.ch. Wir beantworten die Fragen nach bestem Wissen und Möglichkeiten. Die heutige Führung werden wir auch als Aufzeichnung auf unserem YouTube-Kanal publizieren. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Ausblick geben. Nächste Woche dreht sich alles um Albert Einstein. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder, wie gewohnt, um 18.15 Uhr dabei sind. Herzlichen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme und einen schönen Abend allerseits. Auf Wiedersehen von meiner Seite. Vielen, vielen Dank an die Teilnehmer.